glaube, da oben kann ich nicht rein. Oh, jetzt ist der Professor einfach weg. Ah ne, da hinten. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Perfekt. Aber sonst ist hier nichts, ne? Was mit der? Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Ja gut. Solange es nur etwas gefährlich war. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Ja. Revelio. Möglich. Wieso fliegen hier? Ach so, das sind Papiervögelchen. So. Und dann schlossen sich die Wörter zu Katze! den Kobolden beim Auf. Muss Katzen streicheln, tut mir leid. Das muss einfach. Das ist so ein Gesetz. Wenn ich eine Katze sehe, dann ran da. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Booth. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf! Wie mutig und keck! War der Minister ein Booth oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Booth, er nennt's Fleck. Peeves, es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Booth und Fleck. Ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Was ein nerviger Dude, ey. Und dann haben wir noch so eine Tür. 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 ist dieses Kopfding. Okay. 5, 3, 1, 2, 1, 2 ist das. Ja, ist das. Weiß nicht, was das ist, wie das da hier. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber. Ruinierte hohe Treppe. Ah. Sonnenbrille. So, da kann ich nicht rein. Ich werde jetzt trotzdem mal. Hier für die Aufträge das aktivieren, weil ich komme sonst nicht voran. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich finde Hogwarts so unglaublich komplex aufgebaut. Also, wäre ich Schüler, ich wäre komplett verloren. Ich würde mich da niemals zurechtfinden. Ich bin ja schon ein bisschen so privat rumgerannt, um zu gucken wegen Performance und alles. Ey, also nie im Leben komme ich da zurecht. So, da hoch und dann sind wir schon da. Nächster Unterrichtsraum. Stupor! Stupor! Ist das alles? Bombarda! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas.
Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Pruitt? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Na dann, Levioso. Komm. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Gut. Gut gemacht. Quatsch. Da fällt's hin. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Na dann. Levioso. Das wird ein Kinderspiel. Protego. Protego? Das erschwert die Dinge. Es ist blöd, dass ich das gerade eben gemacht habe, dann hat es nicht gezählt. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir, wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Levioso. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Levioso. Nutzen Sie den Basiszauber, wenn Ihr Gegner unachtsam ist. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Irgendwie sind meine Haare jetzt selbst türkis. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hagrid. So verändert sich einfach. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Ja, gut. Na gut. Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gegen Professor Hagrid würde ich nicht antreten wollen. Revelio. Oh, da oben ist was. Revelio. Ja, mit der Seite. Mit der Seite. Der Buchseite. Skelett eines schwarzen Hebriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung in die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hagrid an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilder-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderringe im Ost-Wales zerschlagen hat. Ja, heftig, ey. Mit der sollte man sich Eddie anlegen. So, aber ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Also, ich muss sagen, es läuft in Hogwarts. Allgemein läuft das Spiel gerade so gut, dass selbst wenn es jetzt in Hogsmeade nicht so gut laufen sollte, solange mein Stream nicht ausgeht, weil OBS sich denkt so, hey, nö, ist mir zu krass. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Dann werden wir ganz normal weiterspielen. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Ja. Dann bis bald. Ich würde sagen, das machen wir sogar als erstes. So. Bevor wir in Hogsmeade gehen. So. Bewegen wir uns mal. Oh, endlich. Ich habe die ganze Zeit, also ich habe also privat für mich schon ein bisschen Hogwarts Legacy gespielt, neben dem ganzen Rumprobieren und Testen, ob alles funktioniert und so. Aber ich habe nur, ich sage jetzt mal, Story Progress, bis man den Besen bekommt. Und danach habe ich nichts mehr gemacht, weil ich mir dachte so, oh je, ich will ja eigentlich blind das Ganze zocken. Ich wollte halt nur so ein bisschen für mich den Frust rauslassen, so zu spielen. Revelio. Weil, ja, im Stream hat es ja nicht so geil geklappt. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötigt hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves Lieblingsorte für Streiche sein soll. Oh, nicht schon wieder! Ihr Praxiamaul hat mir das Baden erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Der ist echt super nervig, der Typ. Ein nerviger Geist. Naja. Oh, das ist noch ein Zettel. Den habe ich gesehen. Lachlan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, wofür. Alter, blablabla. Meine Stimme ist gerade komplett, also mein Vorlesen war gerade komplett lost. Oh ja, jetzt leckt es wieder kurz. Da ist eine kleine Kiste versteckt. Jetzt noch was. Können wir darüber reden? Bleib mir vom Leib. So, müssen wir hier raus. Jetzt müssten wir gleich da sein. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Oh oh. Oh oh.
Oh. Jetzt ist das Spiel kurz hängen geblieben. Ich habe noch nicht gespeichert, deswegen werden wir das mal eben machen. Ich habe zwar noch keinen einzigen Crash erlebt, aber es gibt Leute, die sagen, dass deren Spiel gerne crasht. Achso, ich habe hier unten übrigens doch nicht. Okay, nee, ist wahrscheinlich für den Charakter ein separater Speicher. Ja, cool. So, was muss ich da nochmal machen? Levioso. Okay, hier gibt es Hexen lesen. Perfekt. Ja, moin. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Von hinten sahen meine Haare gerade irgendwie voll Anime-like aus und jetzt nicht mehr. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, let's go. Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Die zinken als Nase. Confringo! Protego, oh oh. Gab's wieder kurz einen Lag. Aber nicht so schlimm. Also kurz Freeze, ehrlich. Levioso! Ja. Der mein. Ich war aber schneller als der Wäschchen. Boah, Mann, die war schon down. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Nicht bei ihm. Ich hoffe, du kommst wieder. Stellt er sich jetzt dahin? Kann ich noch nicht üben? Geht das erst später? Okay, anscheinend geht das erst später. Gut, dann soll ich jetzt nach Hogsmeade. Glaube ich. Auf nach Hogsmeade. Jetzt kommt der Endgegner, was die Performance angeht. Perfekt. Zumindest soweit ich das weiß, soweit ich das testen konnte. Dein nächster Gegner tut mir jetzt schon leid. Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Okay. Aber was ist das? Levioso. Accio. Keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, wie man da reinkommt. Da weiß ich nicht, wie man es macht. Aber vielleicht brauche ich dafür noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Da, 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 da. Hat man das Spiel schon auf einer NVMe SSD von Samsung, eine Evo Pro, Evo Plus, und dann lädt es trotzdem ein bisschen. Mann, ey! Ja, zumindest nicht alle Türen. Wahrscheinlich weiß der so ungefähr, wo man hinläuft und lädt schon mal vor. Lauf mir runter. Professor Weasley. I'm on the way. Oh. Wenn ein verfluchter Besen jemanden trifft, aha, ich wusste es. Aber den hatte ich noch im Kopf. Gemälde von Ilios. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Ilios, der bekanntermaßen sein ganzes Dorf vor einer Armee von Dementoren und dem schwarzen Magier Raxidian rettete, indem er eine... Was? Indem er einen Mauspatronus beschwor. Oh, einen. Ja, okay. Boah. Wenn wir Patronus kriegen können, dann hoffe ich,
Dass ich auch was Cooles bekomme, aber keine Maus bitte. Ui. Ist da auch was davor? Revelio. Nee. Tü, weiter hoch, weiter hoch. Und noch weiter hoch. Ey, allein wegen den ganzen Treppen. Das ist ja übel anstrengend, da zur Schule zu gehen. Und wie viele Treppenstufen sind sie heute gelaufen? Boah, weiß ich nicht, 5000. Oh. Das habe ich gesehen. Skelett eines Augurai. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augurai. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Oha, okay. So, noch ein bisschen weiter runter. Ach, da, das ist er doch, der Blinde. Ach, der benutzt sogar seinen Zauberstab, um sich zu orientieren. Ja, krass. Ich glaube, da ist schon wieder so ein Bild von dem. Revelio. Sie verdienen alle nichts Besseres als ein Tee. Ach, das ist der... Ich weiß nicht genau, ob der Schulleiter gerade anwesend ist, aber wir sagen ihm, wie sehr sie ihn verachten. Okay. Dann mach das mal. Oh, ich bin so froh, ey, wirklich. Ich kann nicht aufhören. Katze. Katze. Streicheln. Ich bin da wie so ein Zombie dann. Warum sind deine Haare auf einmal so hell? Ich habe keine Ahnung. Das kommt, glaube ich, immer drauf an, wo ich bin, wie das Licht fällt und sowas. Vorhin habe ich, also jetzt zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, dass die türkis sind und nicht grün. So. Weasley nach dem Unterricht. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Das hat Professor Ronan erwähnt. Professor Ronan hat sowas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Okay. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für Sie bereithält. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt.
Vielleicht Sebastian Cello oder Nazai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Öfter? Bisher nur mit Sebastian. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Butterbier. Ja, jetzt kommt mein Endgegner, mein Kryptonit. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut läuft in Hogsmeade. Wenn nicht, dann RIP. Katze! Oh, eine schwarze mit Streifen. Okay, ist da? Der Professor schon wieder. Ah, da sind sie. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammeln Sie Fliegenblatt in der Nähe, jetzt brauchen eine Statue und einen. Revelio. Weibernbrunnen. Die Spitze dieses Springbrunnen ist im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Weibern verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Weibern von Vive, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Wir haben auch eine Campuskatze, die ist auch mega zutraulich, verdammt süß. Ach süß, ey, voll cute. So, da vorne muss ich hin. Guck mal, hier bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Levioso. Ach so, das war die falsche. Akio. Nein, das war das falsche Zauber. Oh. Geschafft. Muss ich nicht dahin?